Ghost Actual, hier ist Nomad. Erzählen Sie mir von Kraken. Mir ist nach Angeln zumute. Okay. Kraken ist ein ehemaliger russischer U-Boot-Kommandant. Miroslav Semenevich. Er hat seine ganze Crew für diese Operation gewonnen und sie in einem U-Boot nach Uroa eingeschleust. Jetzt soll das U-Boot die einsatzbereiten Gasdrohnen für den Terrorangriff in die USA bringen. Wenn wir ihn töten, muss ich Stone einen anderen Weg suchen, um die Drohnen nach Amerika zu bringen. Ich schicke Ihnen seinen letzten bekannten Standort. Der Tintenfisch wird gegrillt. Verstanden. Nomad out. Ja, und damit herzlich willkommen zu Kraken. Dem ersten Lieutenant der Militärmacht von den Bodak. Ja, so, wo müssen wir hin? Kontrollstation Tiger 2. Oh, shit. Feind in Reichweite. Sauberer Schuss, Ghost. Ja, komm, steig aus. Aus deinem gepanzerten Fahrzeug. Alles klar. So. Gut, alles erledigt. Wobei, dann können wir uns doch gerade das Auto schnappen hier. So, da, ne? Dim. Alles einsteigen, bitte. Ich weiß nicht, Fixit muss irgendwie immer als letzter einsteigen, ich weiß auch nicht. Lass mich raten, da ist ein Fluss dazwischen. Natürlich ist es das. Wir fahren einfach auf der Landzunge entlang, so lange wie wir können. Und dann sehen wir weiter. Hui! Eieiei. Mangrovenbäumchen hier. Ich muss mich öfters ein bisschen räuspern, weil ich aktuell wieder so eine Cortisonlösung inhaliere. Und die legt sich auf die Stimmbänder und überall hin. Ja, deswegen meine Stimme etwas belegt immer noch. Ja. Aber solange es hilft. Meine Güte, ich nehme aber auch wirklich jeden Baum heute mit, ne? So. Ach, guck mal da vorne, das ist ja schon perfekt geparkt. Da klaut uns auch keiner. So, setzen wir uns erstmal hier hin und schauen mal nach, wie es da ausschaut. Wir haben einen Sniper auf dem Dach. Mehrere Patrouillen. Haben wir einen Geschützturm irgendwo oder einen Generator irgendwas? Nee. Aber immer Zweierpatrouillen. Okay, wir haben hier drei Zweierpatrouillen, vier Zweierpatrouillen, zwei Mannpatrouillen. Und da müssen wir hin. Wir haben hier zwei Eingänge. Da haben wir. Ah, da ist noch einer. Okay. Wo kommen wir hoch? Da kämen wir hoch. Könnten da rein. Ich denke, das versuchen wir. Das werden wir versuchen. Ja, auf Juri. Danke für den Scan. Weil da unten stehen auch noch drei. Schwierig. Und die anderen beiden kommen auch wieder zurück. Was sollte das nochmal werden? Hier ist auch alles klar. Üben wir später noch. Dieser neue Scharfschütze hat mit Cron Gracie trainiert. 12, 14. 14 Wochen hier. Ja, hier auch gesichert. Ist mit dem komischen Knochen mal beim Arzt gewesen? Der neue Scharfschütze. Hast du was über diese neue Drohnengeneration gehört, die bald kommt? Ja, mein Kumpel hat mir erzählt, dass die jetzt auf den Sümpfen klarkommen. Diese Skell-Ingenieure sind echt beeindruckend. Nichts zu berichten. Absolut. Echt erfahren, was wir bekommen. Keine Überraschungen mehr. Da oben steht ein Schrotflugbeschützer. Ein Brecher. Such einfach weiter! Ziemlich gut. Sag mal, der Scharfschütze hat das gehört. Kommt der? No, noch nicht. Aber ich muss ihn trotzdem ausschalten, glaube ich. Und zur Sicherheit.
Das, da wird er aber entdeckt, wenn ich ihn da ausschalte. Okay, hat's wieder beruhigt. Alles klar. Dann schauen wir mal hier. So, was haben wir denn da? Eine E-Mail von Kraken. Ich setze Kurs auf Drohnenstation W051, um die nächste Ladung für das U-Boot zu inspizieren. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass die Drohnen ohne Zwischenfälle verladen werden. Hier, der hier ist es. Also, okay, weiter zur Drohnenstation W051, was? Okay, ja. Schauen wir mal, was wir hier haben. Jo, Fury? Wenigstens gehen wir nicht blind rein. Gut. Okay. Wir sind stark in der Unterzahl. Vorsicht! So, das hier hinten war der Eingang. Ja, ich kann jetzt einfach da drüber springen, ne? Eigentlich. Hat mir zwar ein bisschen wehgetan, aber. So, wir sind unentdeckt rein und wieder raus. Mit minimalem Feindkontakt. Nice. Wieder Motorrad-Sound. Es wäre so geil, wenn die hier auch rumfahren würden. Wäre generell auch geil, wenn auch Nicht-Gegner hier rumfahren würden. Nicht wie bei Far Cry, nur irgendwie die Gegner. Naja. Es ist, wie es ist, nicht wahr? Damit sind wir Ihnen einen Schritt voraus. Du brauchst nicht mehr zu scannen, Fury. Komm, kommt ihr mal zu mir. Zu meiner Position. Der Scan zeigt einen Scharfschützen. Unten bleiben. Verstanden. Wir kommen zu dir. Ich habe natürlich Voice Attack vergessen zu starten, wie man vielleicht eben gerade gesehen hat. Aber ja, ich nehme hier gerade auch in meiner Mittagspause auf. Deshalb lasse ich das einfach mal gerade aus. Ja, wenn dieses Let's Play hier vorbei ist und alle Tutorials und so gelaufen sind, schauen wir mal, was wir dann machen. Also momentan sieht's in der Umfrage so aus, als würden wir, also Umfrage hier auf meinem Community-Tab, auf dem Kanal, als würde die Wahl auf Ghost Recon Wildlands fallen. Als ich damals Wildlands gespielt habe, na gut, da war mein Kanal noch winzig, aber da ist es nicht so gut angekommen, also von den Aufrufzahlen her. Aber es war halt, die Thumbnails waren kacke und es war halt auch nur Tier 1 Grind. Alles klar, was haben wir denn hier? Hey, da ist der Kraken. Zwei Scharfschützen. Die sind deutlich in der Überzahl. Aufpassen. Ja, absolut deutlich. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Auch wieder 14. Ja, und ich werde Ghost Recon Wildlands dann auch mit der Ego-Perspektiven-Mod spielen. Oh. Also wenn die Wahl dabei bleibt, wenn es dabei bleibt. Einmal Luft anhalten. Zack. Gutes Ding, Ghostlead. Bam. Nicht runterfallen, nicht runterfallen! Nein! Ah, verdammt! Gute Arbeit, Fury. Das hilft. Verdammt, das ist ja von der Plattform gefallen. Das war natürlich äußerst ungünstig. Ich gehe in Deckung! Runter! Runter! Ja. Du hast bemerkt. Ruhig bleiben. Immer mitten rein. Das war Kraken. Mach dir keine Gedanken. Kampfdrohne in der Luft. Dankeschön. Die Drohne macht vielleicht den Unterschied. Der Scharfschütze kann jeden Moment schießen. Oh, shit, das... Die Warnung kam ein bisschen spät, aber ich habe auch... Wo war denn da noch ein Scharfschütze? Ich hatte nur zwei bewusst gesehen und die habe ich beide ausgeschaltet. War irgendwo wohl noch einer. Ich habe mal wieder einen Arm verloren. So geht das. Ich pass auf dich
Wo? Gehe in Deckung! Handgranate! Ja, so geht das! Boah! Oh! Wo ist der? Muss ich wirklich in Deckung gehen? Das ist die letzte Wiederbelebung. Zum Glück habe ich die Teamkameraden auf Stufe 15. Deshalb könnt ihr mich zweimal wiederbeleben. Der Akku ist leer. Drohne abgeschaltet. Die hätten wir jetzt wirklich gebrauchen können. Bin ich verletzt? Nein. Nur ein bisschen verwundet. Oder umgekehrt. Keine Ahnung. So, wo ist dieser Scharfschütze? Hier ist keiner drauf. Da hinten! Da! Eieiei. So weit nach hinten habe ich gar nicht geguckt. Bei der Aufklärung. Ich kann da durchschießen, ne? Jo. Was ist das? Ist er tot? Jo. Sieht ziemlich tot aus. Sehr gut. Prima. Keine Sorge. Kraken wurde eliminiert. Das war einfach. Da könnte ich mich dran gewöhnen. Aber dieses Dokument... Ups, das habe ich ihn unterbrochen. Im Anhang finden Sie den Bericht über unseren derzeitigen Status. Ich habe die maritimen Routen, das Navigationscomputer, bla bla bla. Könnt ihr Pause machen, selbst lesen. Moment gefällt mir gar nicht. Ghost Actual, hier ist Nomad. Verstanden, ich bin hier. Was gibt es? Kraken ist tot, aber anscheinend haben wir ein größeres Problem. Der Autopilot des U-Boots wurde eingeschaltet. Das Ding könnte die USA erreichen, ob er tot ist oder nicht. Das darf nicht passieren. Das U-Boot komplett zu zerstören dürfte schwierig werden. Vielleicht können Sie es beschädigen. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, wie Sie das anstellen sollen. Ja. Ich improvisiere. Nomad out. Müssen wir das jetzt noch machen, oder ist das dann die nächste Mission? Tatsächlich, das gehört noch hier zu dieser Mission. Okay. Gut, einmal für Thumbnail, eventuell. Ich bin niemand. Ignoriere mich. Okay, wir müssen das U-Boot aufspüren. 1,2 Kilometer in die Richtung da hinten. Los, fixet einsteigen. Gibt es da ein Boot? Ne, es gibt ein Heli. Auch viel geiler. Bin schon ewig kein Heli mehr hier geflogen. Yippie, Heli. Wobei Heli hier nicht so viel Spaß macht wie bei Wildlands, aber okay. Zumindest wenn man die klassische Helikoptersteuerung bei Wildlands aktiviert. Mit der kaum jemand klargekommen ist. Aber so wie es jetzt ist, ist halt einfach nur meiner Meinung nach Zugfahren in der Luft. So, das U-Boot ist da hinten. Ich weiß noch ungefähr, wo wir hin müssen. Oh. Ja, ich hab's gehört. Geht schon direkt ab hier. Ja, Feuerkraft ist immer gut. Gut, alles klar, alles gechillt, wunderbar. Naja, gechillt nicht gerade. Aber es könnte gut sein, dass sie uns dort hinten entdeckt haben, denn dann laufen die Wachen dort hinten hin. Das Problem ist nur die Teamkameraden, die eventuell noch ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Jetzt wissen wir, was uns erwartet. Ja, die gucken alle in die andere Richtung, bewegen sich allerdings nicht. Aufpassen, die sind in der Überzahl. Ja, dezent. Die sind dezent in der Überzahl. Okay, holen wir sie uns. Das Problem ist jetzt, dass
Drohne deaktiviert. Zielt auf den Kopf. Holt sie euch. Ein Treffer macht uns frei. Holt euch diese Wichser. Alles, was sich bewegt. Ihr habt nichts drauf, Leute. Bam. Sauber, Boss. Los jetzt. Uns darf niemand entkommen. Nimm dran. Wir suchen mir ein besseres Blickfeld. Ich hab den Augen verloren. Jagen Sie. Ich lebe noch. Und ich werde dich umbringen. Jetzt lebst du nicht mehr. Verloren. Jagen Sie. Er stickt auch in eurem eigenen Gas. Mörser! Ich müsste, glaube ich, mal nachladen. Das sollte Schaden machen. Oh oh. Er fixe durch meine Front gelaufen ist. Jetzt kommen die natürlich alle hierher. Getroffen! Ah ja. Wir kommen damit klar, ne? Hallo, wo kommst du denn her? Triff sie dort, wo es weh tut. Ins Gesicht. Triff sie dort, wo es weh tut. Ins Gesicht. Boah, Gas! Ist eine gute Gelegenheit, um das U-Boot kurz zu schließen. Der Generator könnte einen Stromstoß in die Elektronik des U-Boots schicken. Könnte er das? Raketenschütze neutralisiert! Oh. Granate für dich! Nicht schlecht! Vorsicht! Alter, Falter! Das war ein Close Call. Ich hab zu spät reagiert, zu spät die Waffe gewechselt. Der Akku ist leer. Die Drohne ist raus. Mehr Feuerkraft hätte jetzt nicht geschadet. Die Kampfmusik hat aufgehört, aber ich glaube, da leben noch Gegner. Soll dem blauen Kabel folgen. Ja. Bin gar nicht da. Keine Sorge. Der Wartungscomputer steuert den Generator. Damit könnte ich das System lahmlegen. Das ist der Wartungscomputer, das Ding? Willst du mich verarschen? Muss ich jetzt wieder runter? Zuerst dem Kabel folgen? Und dann wieder da runter? Na toll.
Prima. Na gut. Unnötige Laufwege kennen wir ja sonst von diesem Spiel hier nicht. Ich könnte die Luke sabotieren und den Wartungscomputer hacken, der am Generator hängt, um ihn zu grillen. Sollte klappen. Ja, und jetzt wieder hoch, natürlich. Dämlich. Tschüssi, U-Boot. Das war's dann. Ja, cool, wenn das Ding noch sinken. Kraken ist neutralisiert. Das erste Mal, dass ich ein U-Boot gebraten habe. Ist was für die Lehrbücher. Die Terroristen müssen einen anderen Weg finden, um die Drohnen in die USA zu bringen. Yes. Nice. Gut, dann war das Kraken. Sehr gut. Gibt's noch einen Abschlussfunkspruch oder so? Vielleicht? Nee? Kein Abschlussfunkspruch? Nun gut, dann bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.